Es fällt den Eltern von Sabine Rahn auch nach 32 Jahren noch schwer, Fotos ihrer ermordeten Tochter anzuschauen. Zu viele Erinnerungen kommen hoch. Das belastet dann wieder, ja? Da macht man sich dann wieder Gedanken, weil so tut man das verdrängen. Weil ich habe damals am Anfang, hätte ich ja nie so mit ihnen reden können wie jetzt. Das hat man ja, das konnte ich nicht. Auch wenn die neuen Ermittlungen der Polizei sie sehr aufwühlen, hoffen die Eltern, dass der Täter noch gefasst wird, dass geklärt wird, was damals am 11. März 1983 mit ihrer Tochter geschah. Bislang ist nur sicher, dass die 18-Jährige an jenem Freitagabend die elterliche Wohnung verließ, um ihre Schwester in der Heidenheimer Innenstadt zu treffen. Sie war zugänglich und fröhlicher Mensch und kontaktfreudig vor allen Dingen. Zu jedem vielleicht, zu sehr kontaktfreudig vielleicht. Sabine Rahn wollte damals den Bus nehmen. Zeugen hatten jedoch beobachtet, dass sie stattdessen als Anhalterin an der Straße stand. Die Polizei vermutet, dass sie dort zu ihrem Mörder ins Auto gestiegen war und sie ihn kannte. Drei Tage später fanden Kinder ihre Leiche, wenige Kilometer entfernt in einem Waldstück. Die 18-Jährige wurde erdrosselt. Nichts erinnert dort heute noch an den Tatort, so wie ihn die Polizei 1983 vorgefunden hatte. Doch es gibt Täter-DNA, die am Mordopfer gefunden wurde. Die Ermittler haben den Verdächtigenkreis auf Männer eingegrenzt, die heute zwischen 50 und 70 Jahre alt sein dürften. Rund 100 solche Männer aus der Region Heidenheim werden zurzeit um eine freiwillige Speichelprobe gebeten. Die Hilfsbereitschaft der Personen, auf die wir zugehen, ist überragend, weil nach wie vor, auch nach 30 Jahren eben dieser Mordfall an dem jungen Mädchen, die Menschen auf der Ostalb beschäftigt. Und daher haben wir keine Schwierigkeiten, dann auch die freiwilligen Proben zu erlangen. Der Anlass für die neuen Ermittlungen war eine grundsätzliche Überprüfung ungeklärter Mordfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm. Auch wenn die Eltern endlich wissen wollen, wer ihre Tochter ermordet hat, eine Angst bleibt, dass der Mörder ein Bekannter der Familie ist.